Wenn ihr überlegt, eine Buchung fürs Fairmont The North Fork in Kenias Hauptstadt Nairobi zu buchen, dann guckt doch erst dieses Video und entscheidet danach, ob das Hotel etwas für euch ist. Denn wir geben euch heute eine komplette Tour von Check-in bis Check-out. Und wenn ich sage wir, bin das zum einen ich, Fabian, und Micha ist auch dabei. Gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und damit willkommen zurück auf diesem Kanal und bei einer neuen Episode Everywhere. Ja, nach dem Luxusurlaub in der Masai Mara und dem JW Marriott von letzter Woche kommen wir heute mal wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, und zwar hier im Fairmont. Nachdem wir also eine Schranke und einen Security-Check überstanden haben, konnten wir also auch schon vorfahren, wo man uns direkt am Taxi freundlich begrüßte und uns mit dem Gepäck half. Das Hotel liegt also in Nairobi, gleich gegenüber der University of Nairobi, was natürlich unter bestimmten Umständen ganz praktisch sein kann. Uns erwartet hier also eine Bude mit insgesamt 108 Zimmern und 17 Suiten, die es hier schon seit mehr als 120 Jahren gibt. Denn gebaut wurde das Ganze hier 1904, als Nairobi sich gerade zu einer Hauptstadt entwickelte. Rundherum ist aber nicht nur die Uni, sondern auch noch das Nationalmuseum und ein bisschen weiter weg der Maasai-Markt. By the way, dieses Video hier ist, wie immer, keine Werbung, sondern ein privates Video, und weil wir dir am Ende des Videos, wie übrigens bei allen anderen Hotel-Reviews auf dem Kanal hier auch, die Rechnung einblenden, sind wir transparent. Glaubst du nicht? Dann bleib doch bis zum Schluss bitte dran. Damit sind wir bereit für den Check-in, und der war äußerst freundlich, und weil der Aufenthalt hier an Weihnachten 2023 stattfand, sieht man hier noch das ein oder andere Überbleibsel davon. Darüber hinausgehend gab es auch noch ein kaltes Tuch, was bei den Temperaturen in Kenia ganz erfrischend gewesen ist. Und noch einen warmen Tee. Bevor wir aber gleich auf unsere Suite gehen werden, hier noch ein paar Hinweise zur Geschichte des Hotels und ein paar Bilder aus den öffentlich zugänglichen Bereichen wie der Lobby, der Bar und dem Garten. Also, wie schon erwähnt, wurde das Norfolk Hotel 1904 mit nur damals insgesamt 40 Zimmern eröffnet. Es bezeichnete sich damals als das einzige Hotel in Nairobi mit einer aus Stein gemauerten Fassade und einem Dach aus Ziegeln. Knappe 10 Jahre später, also 1913, wurden 30 weitere Zimmer hinzugefügt, und ich springe jetzt mal so ein bisschen nach vorne, 1972 dann weitere 100 Zimmer und Suiten. Das Hotel hat aber leider auch eine ganz, ganz große, ja, wie sagt man denn, eine traurige Seite, ein trauriges Vorkommen, denn es gab 1980 einen Terroranschlag im Hotel, wobei ein Mann namens Muradi Akali ein Zimmer buchte und hier eine Bombe hat hochgehen lassen. Und das Ganze frecherweise auch noch am Silvesterabend. Dass hier leider einige Menschen ihr Leben verloren haben, ist wirklich die traurige Schattenseite und Vergangenheit des Hotels. Durch den Anschlag wurde auch der Westflügel komplett zerstört, konnte aber durch wirklich tatkräftige Helfer bereits nur ein Jahr später wieder eröffnen und wurde infolgedessen auch noch um ein weiteres Stockwerk erhöht. Viele verschiedene Stars und Persönlichkeiten wie beispielsweise Richard Burton, Peter Ustinov, Mick Jagger, Robert Redford übernachteten schon hier, um nur einige zu nennen. Und auch Präsident Roosevelt der USA war hier schon zu Gast. Kurze Frage so dazwischen, hat dir das Video eigentlich bis hierher gefallen? Wenn ja, dann lass doch bitte gerne ein Däumchen nach oben und wenn du möchtest, auch ein Abo da. Denn dann verpasst du jeden Sonntag auch kein neues Video mehr. Und das Beste daran, es ist kostenlos. Wir gehen mal ab aufs Zimmer, und das war in unserem Fall die Junior Suite, was ein Upgrade für uns als Aqualife Limitless Platinum Mitglied aus der niedrigsten Zimmerkategorie gewesen ist. Ja, und Suite Nummer 3 ist es also. Let's go! Und auf dem Fluchtwegeplan sehen wir, dass das hier schon zumindest mal doppelt so groß ist wie die Standardzimmer daneben.
Im Schrank gibt's dann den Safe, die Slipper und Schuhlöffel. Der Schrank mit dem dazugehörigen Schreibtisch befindet sich hier im Eingangsbereich, würde ich es mal nennen. Das ist so ein bisschen komisch hier, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie auch größtenteils verschenkter Platz, wenn ihr mich fragt. Weiter geht's ins Wohnzimmer und siehe da, kein Willkommensgeschenk. Und das, obwohl wir schon weit nach 15 Uhr eincheckten. Das war so ein bisschen schade. Fernseher darf natürlich auch nicht fehlen und eine Minibar darunter, die aber leider nicht bestückt gewesen ist. Ja. Ansonsten ist die Couch und der Boden auch nicht wirklich designtechnisch im neuesten Jahrtausend angekommen, aber vielleicht soll das einfach auch die mehr als 100-jährige Geschichte unterstreichen. Ich weiß es nicht. Das Bett jedenfalls war ein Queen-Size-Bett mit insgesamt 4 Kissen, davon 2 wie immer etwas fester und 2 weichere. Machen wir weiter mit dem View und der war, wenn ihr mich fragt, so lala. Wir sind ja location-technisch direkt über der Lobby bzw. dem Eingang und haben Blick auf die Uni gegenüber, aber irgendwie fühlt sich der Blick nach draußen auch so ein bisschen beklemmend an, ich weiß es nicht. Vielleicht wegen diesem Dach direkt vorne dran. Das kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber das sollte jetzt auch echt nicht so der Blick sein, wenn wir einen 3-stelligen Betrag pro Nacht bezahlen, oder? Daher schnell weiter ins Badezimmer. Hier gibt es ein Waschbecken, die klassischen Amenities sind auch da, wie ein Kamm und Wattestäbchen sowie Hand- und Bodylotion, also Handwash und Bodylotion von der Marke Jua by Agar. Noch nie gehört vorher und die rochen dabei eigentlich auch gar nicht mal so gut. Ja. Eine Toilette und einen Bademantel hinter der Tür mit einem Vermont F gibt's natürlich auch. Dazu eine Regendusche mit Shampoo, Bodywash und Conditioner. Die darf natürlich auch nicht fehlen, genauso wie eine Badewanne. Und just nachdem wir also fertig waren mit dem Drehen der Suite hier, kam dann auch das Willkommensgeschenk wie auf Knopfdruck, was wiederum hier mit einer Begrüßungskarte kam und definitiv nicht enttäuschte. Aber irgendwie hatte uns das Zimmer einfach nicht gefallen. Kein Balkon, komischer Blick und komischer Eingangsbereich, dass wir gefragt haben, ob wir nicht vielleicht eine andere Suite bekommen könnten. Und das ging dann auch. Einmal von der 3 in die 1, welche echt direkt gegenüber ist. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz auf dem Fluchtwegeplan. Der Schrank ist natürlich auch mehr oder weniger der gleiche, was soll sich da auch groß ändern. Aber was jetzt wirklich einmal komplett anders gewesen und vor allem auch deutlich größer geschnitten ist, das ist das Badezimmer. Guckt mal hier. Ach, und übrigens hat euch Micha wie
bei den meisten Hotel-Reviews auch einen Beitrag zu diesem Aufenthalt hier auf unserer Homepage getmeeverywhere.com geschrieben. Guckt hier doch also auch gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Und den Link dazu findest du wie immer, aber auch nochmals in der Infobox, also in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir auch schon in den Wohnbereich. Das Interieur ist hier das gleiche wie drüben in der ersten Suite, aber irgendwie wirkt das hier alles so ein bisschen heimeliger und gemütlicher. Oder was sagst du dazu? Warst du vielleicht auch schon mal hier in Nairobi im Fairmont? Dann schreib uns doch deine Meinung bzw. deine Erfahrung gerne auch mal in die Kommentare. Direkt über dem Bett ist aber auch die Klimaanlage, bekomme ich ja auch schon gleich wieder Puls, wie im Mercure Mainz. Review dazu ist bereits auch online zu finden und ja, das fand ich oder finde ich generell nicht so richtig gut, aber lass mir das mal beiseite, das dann für mich eigentliche oder für uns eigentliche Highlight war der Balkon. Das gibt gleich nochmal ein ganz eigenes Raumgefühl und der Blick über das Hotel ins Grüne hier von dieser Premium-Lage aus ist natürlich schon echt nice. Wir kommen zu den Hotelaktivitäten und da wäre ja zum einen ein Gym und ein Pool genannt. Ersteres zumindest sieht so aus. Es gibt moderne Geräte von Technogym und auch wenn das Ganze hier nicht so wirklich riesig ist, für ein kurzes Workout ist alles da und auch für eine Runde auf dem Rad gibt es hier Möglichkeiten. Und weil man vom Gym natürlich auch runter zum übrigens beheizten Pool einen Blick werfen kann, gehen wir da doch jetzt auch einfach mal hin. Und wenn du jetzt auch schon Lust auf Afrika, Kenia und Nairobi bekommen hast, dann teile das Video doch ganz gerne einfach mal mit deinem Lieblings-Travel Buddy. Was mir richtig, richtig gut gefallen hat, war hier im Fairmont The Norfolk, die Bar in der Nähe der Lobby bzw. dem Eingangsbereich, weil das hier alles so einen tollen kolonialen Charme hatte, wo ich mich gleich wieder so ein bisschen zurückversetzt gefühlt habe wie ins Ruffles nach Siem Reap in Kambodscha. Richtig, richtig cool gemacht hier. Und achtet bitte vor allem mal auf die Details, wie an der Wand oder an den Stühlen. Super umgesetzt. Wir haben abends außerhalb gegessen, daher bleibt uns jetzt nur der Blick aufs Frühstücksbuffet, das wirklich sehr ausreichend und gut gewesen ist. Jetzt nicht super gut, aber wirklich akzeptabel. Insbesondere der Service hatte uns hier wirklich überzeugt, wenn er auch teilweise so ein
bisschen langsam gewesen ist. Eine à la carte Auswahl gibt's hier im Vermont in Nairobi nicht, ihr dürft euch also voll und ganz am Buffet bedienen. Übrigens, für noch mehr Content von uns gibt es die Kanalmitgliedschaft oder ihr guckt aber auch einfach mal auf Instagram und oder TikTok rein, denn da gibt's auch immer Live-Updates von unseren Reisen. Ja, dann wollen wir uns gegen Ende des Videos aber auch noch der versprochenen Transparenz widmen und zeigen euch deswegen die Rechnung. Und die verrät Kosten in Höhe von guten $225 für eine Nacht wohlgemerkt inklusive Frühstück. Dafür gibt's im Rating heute eine gute 7 von 10 möglichen Punkten, da wir einmal umziehen mussten und der Charme ja doch schon so ein Ticken älter ist. Punkten kann das Hotel aber absolut mit einer super tollen Bar und dem schönen Garten mitten in der Stadt. Wir checken also aus mit gutem Gefühl und können euch eine Anreise empfehlen. Geeignet ist das Hotel wirklich von Familien über Solo-Travelers und Couples, also auch da keine Einschränkung. Ja, und nächste Woche, genauer gesagt am Donnerstag, geht's für uns weiter nach Sansibar. Vorher müssen wir aber auch erstmal dahin kommen, deswegen jetzt ab zum Flughafen Nairobi Wilson und zur Safari Link Airline. Micha und Fabian sagen damit also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte gerne wie immer ein Däumchen nach oben und ein Abo da und dann kommt ihr jetzt bitte gut in die neue Woche. Tschüss und bis Donnerstag.